Guten Morgen. Morgen. Ich bin Andreas. Wir machen die Vorprüfung nach den Regeln der richtigen Prüfung auch. Mhm. Es kann einen Unterschied geben, wenn bei der richtigen Prüfung ein großer Fehler entsteht, wird der Prüfer in Kürze anhalten, um den Fehler zu bewerten, auszuwerten. Mhm. Dann fährt er nicht weiter. Okay. Wir können natürlich nicht plötzlich Schluss machen und mit der Schere alles abschneiden. Ja. Ne? Aber es werden jetzt keine solche Fehler entstehen, denke ich mal. Ich bremse mit Gas. Ey, sorry. Erst drei Fragen technischer Natur, Verkehrs- und Betriebssicherheit. Wo ist das Motoröl zu kontrollieren? In der Motorhaube. Und dann und Motorhaube. Die Geschichte mit dem Messstab zum Ausziehen. Also ich hab's gehört. Ich hab's noch nicht selbst gemacht, aber ich hab's schon mal gehört. So, die Warnblinkanlage mal prüfen auf Funktion. Woran erkennt man das jetzt? Weil das Zeichen blinkt und die Blinker an sind. Okay, ausreichend. Gut. Und wenn wir hier nach vorne fahren, kontrollieren wir noch die Funktion der Feststellbremse. Mhm. Ja? Sonst immer geradeaus, links abbiegen, rechts abbiegen, sage ich rechtzeitig an. Okay. Ja, wenn Sperrungen sind oder vorgeschriebene Fahrtrichtung, das muss der Kfz selber sehen. Mhm, ja? Okay. Und wenn du was nicht verstanden hast vom Sinn oder von der Bedeutung, dann frag nochmal zurück, okay, damit du die Aufgaben gut erledigen kannst. Und zum Schluss, wir sagen, einmal frei. Okay. Das wird. Gut. Ja. Ja, dann auf geht's. Klingel ist an. Okay. Danke. Oder auch doch nicht. Wir fahren erstmal los. Ihr schaut nachher nochmal nach, wie es geht. Ja. Ne? Damit ihr bei der Prüfung noch nicht abstürzt und an Herzdrücken stirbt. Ja. Dann links Richtung Zentrum. Hattest du vorhin noch eine Prüfung, Andreas? Ich musste heute für das Wohnmobil noch abgeben. Ach so. Wir sind gestern Abend wiedergekommen. Und das musste dann 9 Uhr wieder abgeben bei der Vermietung. Ach so. Und das dauerte immer so ein bisschen lange Zeit. Hm. Wenn die um 9 Uhr erst anfangen, dann kann man denen nicht 8 Uhr schon mal aufdrängen. Nächste Straße nach rechts. Scheinbar ist heute immer ein, der das vormacht. War bei dem Linksabbiegen auch schon ganz günstig. Ach so. Ach so. Ja. Ups. Neu sortieren. Sortieren. Ach, ich bin im Rückwärtsgang. Nee. Oder? Ist im dritten Gang abgehoben. Oder? Ach so, ja, stimmt. Okay. Stimmt. Gut. Aber nur einmal Hilfe, ne? Ich halte nicht raus.
Es gehört nicht in die Prüfung hinein. Am Ende der Straße nach rechts. Der LKW eben, der hat dieselben Probleme aufgrund seiner Größe, wie ich die Woche in Bamberg hatte mit dem Wohnmobil. Ja. Also Bamberg ist ja eine wirkliche Weltstadt. Weltkulturerbe, so schön erhalten. Ja, Bamberg ist schön. Aber die Häuser können sie natürlich nicht beiseite schieben, um die Straße breiter zu machen. Das ist ein Gedümmel. Rechts abbiegen weiter. Also wir haben uns vorgenommen, obwohl wir auch 2 Tage in Bamberg unterwegs waren, einen Tag möchten wir noch mal dort zubringen. Mhm. Der eine Tag, der war kolossal verregnet. Und an dem anderen Tag, da waren wir alleine. Unsere Freunde, die hatten da in Nürnberg was zu tun. Die hatten uns den Tag mal alleine gelassen. Aber sonnig ist natürlich auch für die Schifffahrt schön. Ja. Da haben sie eine schöne Kranpartie gemacht. Herrlich. Und der Dom, tja, der hat mich mehr begeistert als der Kölner Dom. Obwohl der Kölner Dom ist ja noch ein bisschen größer und mit noch mehr Türmchen und Bauwerk und Schnickschnack und Fenster. Der Dom in Bamberg, der hat schon in sich. Total klasse. Dann nach rechts abbiegen. Kreuzung dann nach links. Oh. Oh mein Gott, sorry. Rechts weiter. Anna, wie ging der Spruch weiter? Halten? Ist nicht mehr? Ich hab gerade. Halten, schalten. Halten, schalten. Ja. War es das oder kommt da noch was? Ja, ja. Nee. So, hier in dem kleinen Viertel wollen wir umkehren. Mhm. Also Straße zurück. Okay.
Ja. Also, da ist er doch, Kumpel. Tut mir so leid. Ja, jetzt zeige ich die Strecke zurück. Es geht die Fahrt jetzt aber weiter, ne? Mhm. Es ist nicht zu Ende jetzt. Ja. Links weiter. Dann nach rechts weiter. Mhm. Nach dem rechts abbiegen, wollen wir anschließend links. Okay. Also in weiterer Entfernung schon mal wissen, wohin. Dann links Richtung Bahnhof. Mhm.
Der Bahnhof ist dann unter der Eisenbahnbrücke durch, gleich links. Aber den Wegweiser, den haben sie erst nach der Eisenbahnbrücke. Und das ist ein bisschen kurz. Ja, wenigstens an diese Eisenbahnbrücke ran, ne? Na klar, genau, oben an die Eisenbahnbrücke dran. Damit du weißt, wo unten welcher Fahrstreifen geht. Nächsten Kreuzung nach links. Immer gerade durch und dann die nächste Möglichkeit links. Ich helfe dir mal, du musst den ersten Gang nehmen. Aber ich dachte, ich habe den ersten Gang. Nee, hast du nicht. So, jetzt konzentrier dich. Jetzt kommen wir hier nicht weg. Die nächste links war richtig, ne? Genau. Nächste Kreuzung dann nach links. Mhm. Also die richtige Kreuzung, das ist dort, wo die Ampel steht. Das kann man machen.
Ich bremse mit Gas. Ich frage. Nach dem Links abbiegen, die nächste Straße rechts. Okay. Das ist ein heiliges Kanon. Ich weiß es nicht. Hallo Winnie, grüß dich schön. Und ein Kaffee. Alles klar, bis ein Lieber. Danke, tschüss. Rechts oder rechts? Straße rechts. Sag mal, Marco, was war denn mit dem Öl? Das hätten sie wohl so gesagt. Das hätten sie wohl so gesagt da unten. Ja, es kann auch sein, damit sie sich rausreden, dass die keine Fehler gemacht haben. Ja, ich glaube auch irgendwas in der Art, in der Richtung. Da war was nicht in Ordnung, das war nicht koscher. Dann müsste es nämlich auch bei jedem Fahrzeug so sein. Anna, du strapazierst deinen Fahrlehrer. Nein, sorry, Marco. Ja, ist kein Problem. Von hinten sieht das noch gigantisch aus. Geradeaus, ja? Gott sei Dank, wir sind gleich da. Nach links, die Einfahrt dann zu Dekra. Ganz kurz so vom letzten Mal. So. Ey, sorry. Lass dir mal die Kupplung nicht so schnell los. Okay. Wir hatten das mal so schön hingekriegt. Ja, jetzt will die Frau noch drüber bestimmt. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Die Einfahrt, ne? So wie es dort steht. Um das Gebäude herum. Gut, meine Liebe, also das war eine Prüfungsfahrt. Ja. Mächtig durchwachsen. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Mir hat es schon gefallen, aber dem Auto glaube ich nicht so sehr. Ich glaube auch nicht. Aber sagen wir mal erstmal positiv, dass du mit dem Schalter die Prüfung fahren möchtest. Das ist ja immerhin ein Wagnis. Ne? Der Automat, der macht ja nur alles freiwillig. Mhm. Beim Schalter braucht er die Birne, um zu wissen, was er tut. Jetzt ist es natürlich schlecht. Ja. Du weißt manchmal gar nicht, was du tust. Ja. Also beim Anhalten die Kupplung vergessen, beim Losfahren die Kupplung rauslassen, das Schalten vergessen. Halten heißt Schalten. Ja. Es ist ein bisschen viel, was noch nicht kommt mit dem Schalter. Ja. Da würde ich euch empfehlen, so viel zu investieren, dass du eine Sicherheit hast. Jetzt haben wir in der Stadt nämlich mehrmals das Erlebnis gehabt, die kamen gar nicht vom Fleck. Ja. Die anderen, die sind mittlerweile ausgerastet. Mhm. Das war gar nicht mehr zum Lachen. Ja. Das ist für die eine Behinderung. Mhm. Für die Prüfer in der originalen Auswertung auch. Ja. Eine echte Behinderung. Ja. Und dann hat mir noch was anderes gut gefallen. Das war das Rechtsabbiegen, wo die Damen da über die Straße wollten. Mhm. Ja. Korrekt. Das sieht man leider nicht bei anderen Autofahrern. Mhm. Das interessiert die gar nicht. Die fahren rum wie die Kings. Ja. Das war natürlich was Wertvolles, das stimmt. Dann haben wir eine Geschichte mit der Einbahnstraße. Einbahnstraße ist so etwas, was mit Linksabbiegen eine Besonderheit hat. Mhm. Und die wäre? Dass man sich dann am Ende, wenn man nach links abbiegt, links einordnet. Stimmt. Ja, wenn der Prüfer dir die zweite Chance gibt mit der Einbahnstraße und sieht, dass du das verstanden hast, dass du es machen kannst, ist er zufrieden. Ja. Aber du hast keinen Anspruch auf die zweite Chance, ja, wenn das sie stimmt. Kommt. Ja. Und dann sind noch zwei, drei andere Unzufriedenheiten. Ja. Dann ist das Gesamtergebnis nicht ausreichend. Ja, stimmt. Stimmt? Mhm.